Morgen. Finde ich jetzt auch nicht. Der zieht für unsere Gefilde hier, zieht er gut aus dem Erzgebirge, wenn du damit fährst. Ja, okay. Ich habe dort dafür 80 Kilometer bei der vierten Tankfüllung losgelassen. Ja, ja. Nur hoch runter. Aber hier so ist doch gut. Jawohl, ja. Wenn du 10 Tonnen in den Port laden, dann wollte er genauso. Ja. Alles geil. Und 6-Gang-Getriebe der Atmobil. Schön. Haben wir den ersten Sicherheitsdienst dabei? Bei der Ladung, die du hinten drauf hast. Holen haben wir geladen. Holen. Sicherheitsdienst bin ich selber. Da liegt hier. Ja, genau. Der war echt ruhig. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin zu Besuch bei Christian. Ja. Und da sagt er, komm ja, was hast du, wir müssen den LKW umfahren. Willst du mit? Ja, was ist das überhaupt? Magirus Deutz? Magirus Deutz 160, 15, aber ich weiß es gar nicht. 160, 15? Ich muss die Geschichte machen. Ich. 150, 16, aber 150, 16, go. Aber hier, schön mit hier gute Reifen. Und das Beste an dem Ding, finde ich ja persönlich, ist ja der Kran, ne? Also das Ding ist ja mal mega. Wäre auch cool zum Holzaufladen bei uns im Wald übrigens. Ja, aber jetzt greifen wir nur noch bauen. Das ist ja geil, ne? Und Greifer habe ich ja dazu verschieden müssen. Den mit Allrad, Kran drauf, ideal für den Wald. Ja. Kannst du 60 fahren auf der Landstraße, ne? Ja. 80 auf Autobahn. Bist mit deinem Holz schnell unterwegs. Das ist cool. Ja. Alter Schwede. Ja, das ist ein geiles Ding. Wollte ich euch nur mal kurz mitnehmen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Lisa, wolltest du auch noch was sagen? Nostalgie! Ja, geil. Aber hier muss ich mich anschnallen, ne? Aber hier muss ich mich anschnallen, ne? Thank you.
Das ist das erste Mal. Aber die sind echt nett. In der Geschichte von Bennewitz, dass hier ein Auto lang fährt und mich auf Gott hinweist. Aber die waren echt nett. Er hält an, habt ihr nicht jetzt gesehen. Er hält an, macht nur diesen hier, der Polizist. Er schnallt sich an, dürfen weiterfahren. Das ist cool. Musst du den immer bei Laune halten? Naja, wenn die Sonne so drauf scheint, dann wird manchmal das Gemisch ein bisschen verändert. Da geht er manchmal aus und dann zieht man eine Kerze zu, dann lass ich lieber noch mal ein bisschen bei Laune. Ach so. Du kannst aber heute den Vergaser einstellen, dann kannst du morgen, wenn es 10 Grad kälter ist, den nochmal einstellen, weil das ein bisschen anders ist. Ja, ja. Ja. Ja, das ist der Bruder da. Herkommen, dass es hier übelst Rückenhitze ist. Das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, ob das geht, oder ob das geht. 40 Grad, ey. Das kommt ja auch hin. Das ist draußen ja schon. Ja. 34 oder so. Das war ganz schlimm, wenn wir bei Bay waren. Weil damit da was. Das letzte Mal, wo diese Videoserie entstanden ist, wo wir Pommesenschlepper gestartet sind, sogar gefahren sind und so, da war das auch 36 Grad, Alter. Kannst du nicht vorladen. Wir sind jetzt bei Christian angekommen, also in seiner Werkstatt kann man sagen. Und das kennt ihr vielleicht aus seinen Videos. Christian hat ja auch mal eine Zeit lang Videos gemacht. Ich weiß gar nicht, kommen in Zukunft noch mal irgendwann welche oder hast du gar keine Zeit mehr, keine Lust? Keine Lust. Keine Lust? Es hängt nicht an der Lust. Ach so, es hängt nicht an der Lust. Es hängt mehr an der Zeit. Wenn ich einen hätte, der das für mich schnippelt, dann... Ja. Das Ding könnte Visage halten, das geht kein Problem. Nee, aber das Schneiden und so, ne? Naja, auf jeden Fall. Na, so ist besser, ne? Auf jeden Fall sind wir hier bei seinem Gebäude, wo er auch am Umbauen ist. Die Videos sind ja noch online, die kannst du dann alle angucken. Das bleibt drin. Ja. 1500 Mal wird was. Vielleicht auch gerade sagen. Genau. Vielleicht, wenn es im Winter oder Herbst ein bisschen ruhiger wird. Richtig. Was hast du denn da für Riesenfliesen, sag mal? Die wurden zu verschenken bei Kleinanzeigen. Zeige ich dir gleich, das kommt in den Heizraum und in den Heizkasten. Billiger und schneller kannst du nicht fließen. Nee. Die Farbe ist mir doch egal. Problem ist nur, du musst einen unheimlich geraden Boden haben dafür, ne? Oder halt unterfüttern, ne? Habe ich mit Peugeot in Estrich gemacht und dann nehme ich für 10er Zahnkelle und dann wird das ein bisschen. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Dann liegen die satt. Ne? Guck, hier hast du noch schön Holz. Das habe ich auch gelöst. Das ist ja wohl auch, das Ding habe ich noch nicht gesehen. Da müssen wir gleich nochmal drauf zukommen hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, mein Akku, ich habe keinen Ersatzakku mit. Da müssen wir so ein bisschen haushalten. Aua! So, nun sind wir hier in Christian seiner. Oh! Eine S50, alter 51 Enduro. Enduro. 51 Enduro. Da muss ich aber los. Du wirst verrückt. Mein erstes Mal. Ist das ein original Enduro? Naja, original, da fehlen vorne noch die Streben. Das Ding war komplett vertrieben, da war der Sitzbank. Nee, aber original war das eine? Ja, ja. Alter, die sind aber teuer. Wir haben hier die Sitzbank hochgebogen und ich kann irgendwann mal ein Foto raussuchen. Haben wir heben, können wir uns angucken, wie die aussah vorher. Mit Plastikmaske vorne dran und so, das ist total vertrieben. Aber für 150 Euro vor. Originalauspuff? Vor 15 oder 18 Jahren gekauft. Originalauspuff, die sind richtig teuer, die Dinger. Ja, hier ist ziemlich alles original bei dir dran gekommen. Ich weiß nicht, was Nachbau ist. Das ist ja so der Instrumentenhalter und so. Ja. Das ist Nachbau. Hier noch eine schöne Schwalbe, ist das deine? Naja, die habe ich mal vom Nachbarn geschenkt gekriegt. Geschenk gekriegt? Da war die grün gestrichen. Ach, was fällt. Die haben wir auch komplett gemacht, alles pulverbelichtet. Zweierschwalbe. Ja, KR51-2 mit dem M500-Motor. Den neuen Auspuff dran. Guck mal, und hier Schwalben sind ja Rudeltiere. Hier ist noch eine Einserschwalbe. Nee,
001er Rücklicht dran. Das ist alles aus allem, was da war, zusammengeballt. Ich wollte gerade sagen, der Auspuff ist rechts, sehen wir schon, demnach eine Zweierschwalbe. Hat hier vorne aber die. Schon mehr wie ich. Hat hier vorne die Maske von der 1er-Schwalbe hier. Ja, ich bin ja Schwalbenprofi, ne? Er verseucht mich ja mit seinem ganzen Ostzeug. Ich kann dir das mit Trabi-Scheiße erzählen. Guck mal, du hast sogar den geilen Tankdeckel noch drauf hier. Oder Lisa ist das ja, ne? Ja, und was hast du da hinten noch stehen? Standmotor, da steht bei eBay, soll er weg. Was soll der kosten? Frag mich nicht, ich weiß nicht mal, was schreibt. Nein. Irgendwo so ein Standmotor. Eigentlich auch cool, so ein Stromgenerator dran, ne? Nein. Der braucht ja nichts an diesem. Das Ding, den müsst ihr machen komplett das. Da läuft nicht so. Achso. Ich verlinke euch die eBay Kleinanzeigen-Anzeige, wenn sie noch da ist dann. Ja. Nö, ne, da ist bis jetzt. Was ist denn das hier mit den zwei Trabis? Ist das deiner? Das ist meiner, das ist Madame Irr. Ach, das ist Lisas? Und hier. Das Mischmasch aus allem. Der hier. Und der andere? Ne, der ist so weit oben. Fehlen halt bloß bei welchen Vorderachsen. Was halt geil ist, dass das hier drin schön trocken ist, ne? Ne, und das Tor hat ein bisschen Lüfter, es passiert hier ja nichts dran an dem ganzen Zeug. Das macht ne. Gar nichts drin. Das ist echt eine ne geile, geil. Siehst du ja auch an den Schwalben, da passiert einfach nichts. Ne, 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 Luft geht runter. Ja. Cool. So, dann müssen wir aufpassen. Hier ist nämlich der Ostfriesentrabi, wer kennt ihn noch? Erstmal stand er eine ganze Zeit lang auf dem Dach bei ihm zu Hause. Und jetzt steht er hier. Da sitzt der Weihnachtsmann noch drin. Da sitzt der Weihnachtsmann noch drin, halbwegs zumindest. Hier ist echt nochmal eine richtige Werkstatt. Mit Strom und allem drum und dran, ne? Das ist schon gut. Das ist kleine Werkstatt. Blöd meine ich. Ach guck mal, hier ist ja dein Holzhacker drin. Ja. Das Ding ist auch geil. Muss immer trocken stehen. Ja. Jetzt habe ich ja endlich Kraftheber am ZD, da kann ich den mal am ZD probieren. Kraftheber? Hinten, hier, Unterlenker mäßig. Ach so. Nur erzähl mal was zu diesem Schmuckstück hier. Was soll ich da erzählen? Das ist dasselbe wie der. Was ist das denn überhaupt? Dasselbe wie der. Wie der. Was will man denn mit dem Tankwagen? Vom Schrott retten. Vom Schrott retten. Magirus 120 D10. Der hat 5 PS Ranger wie die Feuerwehr. Ach so. Aber vorne mit dicker Winde. Dicke Winde drauf, ja. Allrad? Nee. Doch. Der hat Allrad? Allrad, 7 neue Reifen. Vor 20 Jahren neu, aber der stand unter dem Carport, du siehst, da ist nur Sand dran. Ja. Die wischst du sauber, die sind nicht mal verweist, die Dinger. Geil. Allrad, dicke Winde, hinten das Fass ab, Junge, da schreit er nach Waldeinsatz. Hm? Ja, kennst du immer. Ich glaube, erst überlegt, einen großen fahrbaren Smoker festzubauen. Ein fahrbaren Smoker. Ja. Oh. Das, was hier fehlt, ist neu bezogen und liegt schon in der Garage, wenn wir gerade waren. Ach so. Ist alles neu gemacht, alles da. Das Einzige, was fehlt, ist der Tacho und so, das suche ich noch. Ja. Aber das war alles Militär. Die haben die Dachluke zugemacht, hinten die Scheiben zugemacht. Das ist eigentlich dasselbe gewesen wie der, plus 5 PS Ranger. Militär war das? Ja, die waren ja alle Militär. Ach so. Die haben sie dann rot gejagt, aber hier siehst du noch, der ist in der Militärform. Ja. Das haben die drauf gebaut, mal. Ach so. Aber hier mit Ersatzrad neu bereift alles. Tatsächlich. Das Ding läuft. Hier baue ich zwei Batterien ein. Da sind das nicht sogar die Reifengröße von dem Magirus, den du hast, wo wir vorher mitgefahren sind? Nee, das sind plus 20. Der größere 22,5. Ach so. Okay. So, und hier hast du noch dezente Feuerwehr stehen. Nö, größeres Wohnmobil, ja. Ein großes Wohnmobil. Hast du ja auch mal ein Video zu gemacht, ne? Könnte sein. Ja, so. Und das Ding, das kennen wir schon aus anderen Videos, glaube ich, da hat sich aber noch nichts getan. Doch, hier vorne habe ich ein bisschen gespaced weiter, aber das habe ich nicht gefilmt. Ach so. Da. Magirus T2510. Ja. Ist gar nicht so offen. Nee. Ist nicht offen, aber ist erstmal. Ja, da springt er, da ist schon eingefroren. Ja, guckst du gerade durchs Tor rein, aber siehst nicht so viel. Bett, Klo, Schrank, was du brauchst. So, das ist vielleicht, kann man vielleicht schlecht sehen, aber so sieht es hier drin aus. Bett, alles drin, was man so braucht. Wie gesagt, Christian hat da auch ein Video zu gemacht, ein Vorstellungsvideo. Könnt ihr gerne mal bei ihm reinkommen, dann seht ihr das Teil. Finde ich aber ganz cool, auch von der Optik her. Die Feuerwehr, die schockt schon. Wollt ihr damit mal zu uns kommen? Oder mit dem nicht? Fährt sich's gut auf der Autobahn damit? Oder bist du? Der rollt, das ist
das geht schon, aber da geht eben was drauf. Ne? Ja, also lieber mit dem LTE. Fahre 6. Oder womit würdest du fahren? Ja. Den würde ich fahren, wenn der immer kullert. Er hat ja noch so einen Eiswagen, so ein LTE. Sieht aus wie ein Eiswagen, kann ich gleich mal zeigen. Das Ding. Habe ich da meine Cola gelassen? Habe ich die draußen noch stehen? Ja. Das kann ich nicht sagen. Ja, hier ist er. Bei. Sowas muss ich auch noch mal haben, so ein Wichsschweißgerät, so ein kleines. Das machen Leute, das hat man nicht geschweißt bei mir. Echt? Das sind doch nicht mal, doch gerade so egal. Ja, gutes Ding. Da ist meine Cola. So, und da ist hier, da sagten ja alle, hier, du musst so ein ZT, wie heißen die auch noch? 303 kaufen. Die kriegst du echt total günstig, mittlerweile auch nicht mehr so. Du hast glaube ich 4 bezahlt dort, ne? 4 oder 4,5. Ja. Aber mehr, da haben wir nicht wirklich gebracht. Für einen Allradschlepper. Mit Kabine, Heizung, alles was du brauchst, ne? Heizung geht nicht mehr, die haben die immer gerade gekauft. Geht bei mir auch nicht. Neue Reifen machen aber drauf. Ja, für 4,5. Musst du dir mal reinziehen. Aber die haben ja auch Bärenkraft, aber die haben ja halt einen Wendekreis wie ein ja. U-Boot, ne? Wenn du ganz auf keiner Wiese fahren, die schön bleiben soll, weil da radiert ja alles raus. Ja. Deswegen. Zum und da Ziehen und zum Rüsch was machen, du siehst, was da hinten dran hängt, da kannst du schon was machen. Ja. Das ist, glaube ich, schon fast Kategorie 3, oder nicht? Ja, das sieht dann auch aus, ein Meter Abstand. Das ist auf jeden Fall, das Ding ist halt auch für die Ewigkeit gebaut, ne? Ja. Wenn du dir das hier anguckst, Alter, alleine die Unterlenker und ach, hör auf. Wir haben erst die Zapfwelle gemacht. Das hatte ich eigentlich auch gefilmt, aber bis heute nicht geschafft zu schneiden. Ach, schade. Und da haben wir alles abgehabt hin. Ja, das ja. Ist schon krasses Zeug hier, ne? Ja. Was ist denn das hier für eine Kupplung da unten? K80 ist das nicht. Was? Ja? Das ist blöd Hitchhiking-fähigen Jahre was. Ach so? Jahre was und hier Saatgut an mir und so. Da lief bloß zuletzt am Tag wieder immer. Kann man sich da mal reinsetzen in den Vogel? Ja, geht ja an. Das ist bloß ein Hauptschalter drin, das ist eine Hauptschalter am Tag. Ja. So. Ja, das ist hier. Ist das russisch oder was ist das hier? Das ist alles ostdeutsch. Ach, Ostdeutsch, Fortschritt, ne? Nicht russisch. Russisch ist, glaube ich. Russisch ist hier Robo. Ne, wie heißen sie? Was hast du? Belarus. Das ist ZT, Zug, Traktor 303. Ja, und Belarus ist russisch, ne? Ja, okay, gut. Und das hier ist Fortschritt. Ich verwechsel das immer. Zugtraktor 303 ZT. Aha. Ja, das ist natürlich krass, Alter. Und die haben ja Felder hier, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, mein Kumpel, hier geht's, aber mein Kumpel aus Thüringen, Junge, da sind auch Ländereien. Unfassbar. Also unfassbar. Wenn ich mir vorstelle, mit so einem Ding alleine die Haube, ne? Die ist ja schon 11 Meter lang. Wenn du dann mit dem Ding hier rumballerst. Ich glaube, das ist auch so. Boah. Da weißt du abends auch, was los ist, glaube ich. Zapfwelle, Unterlassstufe. Sind hier Zündschlüssel drin? Nö. Nee, da will ich nicht. Hat der erst 2300 Stunden gelaufen? Wenn der auch dreht, nee, er doch. Noch geht. 2300 Stunden steht hier. Das sind die ganzen Steuergeräte hier, wie beim normalen Schlepper auch. Ja. Ich höre mal noch einen Zündschlüssel. Der geht bestimmt an. Der geht bestimmt an? Da sind wir mal gespannt. Stecke hier hin, die Gänge sind draußen. Das Zündschloss hat ein bisschen überglichen, das muss ein bisschen drücken. Alter! So, Zähler läuft! Aber sofort, ne? Cola. Hier ist gerade ein paar Wunder. Wir haben schon 75 Minuten. So.
mal schön viele Steuergeräte dran, ne? Ganz schön was machen. Eine Luftschlafbremse. Aber Allrad, Servolenkung, Druckluft, 100 PS. Zwei Sperren. Mhm. IHC hat eine. Gegen Aufpreis eine zweite, also meine. Ich bin mit dem Ding noch nicht stecken geblieben. Danach mit beiden Achsen auf im Wald hier. Weißer Tonboot. Ja. Vier solche Baumstämme dran, 30 Meter lang. Gib ihm. Also. Der hat ja sicher ein bisschen Eigengewicht, oder? Aber. Da müsste ich mich jetzt erst mal. Und das für 4.500 Euro ist schon preis-leistungsmäßig super. Für mich, wie gesagt, ungeeignet, weil ich komme bei mir gar keinen, da kriege ich gar nicht hin, da kann ich gar nicht mehr drehen. Aber für. Na, wenn der bei dir in der Scheune steht, oder? Also, ja. Das ist dann so vorbei, wie ich in der Werkstatt. Der ist ja doppelt so lang wie mein 833. Ja, 844. Aber da ist eben durch die Proportion gut. Ja. Dass der eben. Eigentlich nie die Schnauze hält. Richtig. Das macht er nicht. Nee. Da sind noch Gewichte dran vorne. Und Frontgewichte, wollte ich gerade sagen. Das Ding noch nicht am Bremswagen war. Die 300er, wenn da mal einer ohne Gewicht am Bremswagen hängt, da hebt vielleicht mal die Nase. Aber sonst nicht. Gesund ist das Öl nicht unbedingt. Die Rahmen sind ja immer gerne gerissen hier hinten. Ja. Geil, das Ding. Hast du sonst noch was Schönes hier? Frontlader für den Russen, das will ich auch noch dran bauen. Ach so. Originaler Frontlader. Das habe ich noch wirklich irgendwann. Hast du immer mal gezeigt, ne? Ja, da liegt der Restheim, es liegt bloß die Schwinge hier. Ah, cool. Das wird immer noch so ein Projekt, wenn ich mal Zeit habe. Gut, dann hier gucken wir uns vielleicht nochmal deinen Eiswagen an. Ja, gut, bis gleich. So, jetzt sind wir doch noch hier. Hier ist nämlich ein Anhänger von der Feuerwehr. Auch richtig ein geiles Ding, ne? Ja, den hängen wir mal. Richtig cool. Und natürlich. Wie heißt das Ding? Krause? Krause-Duo. Ja, eine doppelte Schwalbe. Motor an der Seite, Trabi-Tank. Also, erhalten Trabi-Tank. Ist jetzt ziemlich dunkel hier, weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt. Die haben sie durchgebaut, wenn wir wieder Eis essen fahren. Echt? Die kosten auch richtig Kohle mittlerweile, ne? Ja. Ja, ich hab's zum Glück vom Kumpel. Für mit lange Betteln und viel Bier trinken. Für einen guten Preis gekriegt. Ja. Und habe aber gesagt, dass ich mich dafür nicht wieder dran. Nee. Nicht freiwillig. Das Ding bleibt. Oder wenn, kriegt er es zurück. Anschlagen, Christian? Ja, machen wir gleich, weil meistens sieht man sich zweimal am Tag. Ja. Das ist auch schnell an die Tanke. Aber springt sofort an, ne? Ja, wenn die Sonne scheint, das möchte sein. Ich schreibe noch Mail mit. Socke, mir steht da wahr. Nee, das kaufe ich nicht, den Dreck, ich möchte es selber. Achso. Ordentliches Gelümpel. Weil hier gibt es ja tatsächlich Gemischtankstellen, ne? Ja, da habe ich mir, wo ich 18 war, bestimmt 3 Motoren zu fahren mit dem Mist. Ja? Ja. Wenn du an die Säule guckst, hey, da überlegst du, ob du zum Mittag Schnitzel isst. Geht es nicht mehr drin, ne? Das reicht. Wie viel was kriegst du? 1,50 oder was? Jetzt macht es nach Gefühl. Echt? Dreimal so 3 Tankfüllungen halt so in der Bude bei mir. Achso.
Ja, hier gibt es tatsächlich Gemischtankstellen. 1,82 der Liter. Finde ich jetzt gar nicht so übertrieben teuer. 1,82 für gemischt. Ja, aber ist nur Dreck. Ist nur Dreck. Aber sag mal nichts hier. Durchgehender Laderaum, ne? Hier durchgehender Fußraum. Kannst du quasi als Fahrer Gas geben. Beifahrer. So, liebe Leute, hier kommen die Disco-Cola her. Da wird das vertrieben zumindest, ne? Ja. Kannewitzer Bier. Dass man das auch mal gesehen hat, das ist zumindest der Werksverkauf und so ist da dann, ne? Naja, das ist ja. Ja. Ihr seid auch echt nicht ganz dicht, ne? Ich weiß auch nicht. Was ist denn das überhaupt? Das habe ich noch nie gesehen. Bargas steht da. Bargas? Bargas. Bargas. Steht an der Seite drauf, ganz gut. Auf der anderen, glaube ich. Bargas B1000. Tatsächlich. Ja, aber schon ewig. Sind das nicht die Dinger, wo die Russen mit durch Sibirien knallen? Gibt's die nicht mit Allrad? Das sind die UAZ-2000. Das ist auf DDR. Ach, das ist DDR? Das ist DDR. Ich steig da auch nicht durch. Es tut mir echt leid, Jungs, aber ich steig da nicht durch. Und Mädels. Ich glaube, im Simsau-Museum habe ich so ein Ding stehen sehen. Kann das sein? Die stehen hier, da haben wir bei Hermann Sarkis auf D-Max. Bei der Merseburg in dem Museum, was er kaufen wollte, stand auch einer. Ja? Da war doch die erste von der Amis da hier, die dann gesagt hat, sie will das unbedingt haben. Da hat er gesagt, damit fährst du immer hier über den Platz. Ja. Und dann machst du ein schönes Foto, hängst du das zu Hause in die Küche. Und dann war's auch. Da hat er die noch vom Flughafen abgeholt, mit einem Autoabschlepper, mit einem Trabi drauf. Aha. Dass die mal Trabant fährt. Danach ja. War sie geheilt. Was meinst du, diese, wie heißt die? Julie. Julie. Tatsächlich, du. Das ist ja auch ein Zweitakter. Das ist ja auch ein Zweitakter. Ist ja auch Zweitakt. Dreizylinder, auf Wasser gekühlt. Ach so. Dreizylinder, Zweitakt, Wasser gekühlt. Unglaublich. Das ist eine Feuerwehr, eine Originale. Zweizylinder, Zweitakt, Wasser gekühlt. Pumpe? Nee. Doch. Das ist ein Trabi-Motor oder was ist das? Nee, das ist. Ach, Wasser gekühlt, ist ja klar. Ja, das ist. Hier Bargaswerke siehst du. Aber das ist ja von, ich glaube, bei 70 oder so. Das die läuft ja? Das ist blöde Zweizylinder. Ja, aber das ist ja da professionelle Arm als Kugler, weil die müsste anreißen. Arm aus. Das mache ich jetzt nicht. Nein, nein, aber. Aber die wird durchs Wasser, was er pumpt, gekühlt. Also die müsste, kannst du auch nicht so lange, die kannst du mit Wasser auffüllen, aber sollst du nicht so lange trocken laufen lassen. Wie geil ist denn das bitte? Ohne zwei Takterpumpe. Und die hat bei der Feuerwehr, wenn die ganze Zeit hier bei solchen Temperaturen gepumpt haben, ja. Der ganze Auspuff, kann ich mal Foto rausgeben, der ganze Auspuff komplett rausgekühlt. Okay. Das ist ja richtig krass. Ich habe vorher bei Uhren gespielt damals. Ist dort steht übrigens noch ein hier. Das ist der Motor, wie er im B1000 ist. Achso. Das ist der Auto. Okay. Und das ist noch so eine Uhren. Die ist aus dem Anhänger, den wir uns gesehen haben. Der ist ja nicht mehr Feuerwehr, da sind Alu-Regale drin. Achso, der Anhänger von der Feuerwehr, der hing eigentlich hier dran? Nee, die hatten bloß eine kleine Blaupassel dran. Achso. Weil das ist so eine Wasserpumpe hier. Ja. Das ist ja richtig geil. Die kann ja auch was, oder? Ich weiß nicht, was die macht, das steht drauf, glaube ich.
Es werden einige sagen, Dave, ach, das willst du machen. Ich weiß nicht. Ich, ich wusste noch nicht mal, ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ich muss ja nochmal von der Seite sehen. Ja. Ist sogar zugelassen. Aber da muss man ja mal so ein bisschen was machen. Ja. Das ist traurig. Fahrradspeicher. Ja, ich glaube, das hat er bloß geflickt, weil wir noch verbremsen und noch gucken müssen. Ach so. Können wir vorhin mal runter. Mach doch mal. Hier, Schmiernippel an der Türscharniere. Vorbildlich. Oh, warte mal, hier ist eine Wespe. Oh, Wespe. Vielleicht kriegen wir die raus. Muss mal rauswinken. Jawohl. So, jetzt verpiss ich hier. Perfekt. Ja. Geil. Also, Kraftwerk geht jetzt auch nicht, ey. Das ist dasselbe Motor wie im Wartburg. Aber die bringt was, die alte Kappe. Ja. Aber red die mit den Lampen noch allen, ne? Ach, ich hab den zweiten angefangen. Schafft er auch. Ja. Das ist eine Kupplungsscheibe. Urte haben wir hier nicht, ne? Nee, wegen, falls jemand was sagt. Nein. Urte gibt's ja nicht. Aber alles wie neu, ne? Musste die Armatur mal angucken. Ja, 18.000 runter quasi. Den haben wir gekriegt mit 11.000. Ist der restauriert oder war der so? Der war so, wir haben bloß das Dach markieren lassen und hier die Sitze beziehen und die Türverkleidung. Das ist von einem Teppich reingelegt. Das ist von der Feuerwehr alles hier, wenn die mit den Stippeln lang kratzen. Ja. Also alles noch drin, wir müssen es bloß abdecken, hier rund und blaulich, aber zum Treffen darfst du es benutzen. Ja, ja, genau, Eddie. Darf halt nur für den Moment. Wie geil ist denn das bitte? Das war's vom Gerät. Das ist ja alles schon lange überholt. Adler an Nest, komm. Auch andersrum. Aber das Ding fährt sich gut. Ja, es geht. Also, als Beifahrer. Ist gut. Ist ja VW-Bus des Ostens. Ja, aber du hast ja auch hier eine Seite ist zu wenig Luft drin und so ein bisschen. Ne? Also ja. Ist ja noch nicht hier. Ja, steht nur schon wieder 2 Jahre. Ja. Deswegen. Ich bin im März mal eine Runde gefahren. Ja. Aber. Aber das Geile ist, alles schön zugelassen, ne? Ja. Alles hier gemacht und. Das Ding ist ja auch geil. Ey. Das machst du immer, um Sprit zu pumpen, oder was sagst du? Ja, das ist dann nochmal ein bisschen Gemisch im Verkaufer bleibt, wenn du gleich losfahren würdest. Was ist das hier eigentlich? Das ist Kühlwarm. So. Da hast du, das ist ein altes Baujahr, da hat hier vorne noch den eckigen Ausgleichsbehälter, die sind auch kaum noch zu kriegen. Die neuen, die späteren haben dann den runden, den noch der Multicar hatte. Könnt ihr dir Geschichten erzählen? Wahnsinn. Mit der ganzen Family mit der Kiste gefahren. Ja, aber ganz ehrlich, sowas findest du bei uns, das gibt's nicht. Das siehst du nicht, das fährt. Hat doch keiner freiwillig so weit überführt. Nee, das fährt keiner bei uns, das gibt's nicht. Weil es da auch nicht gibt dafür. Nee. Das ist ja, gibt's ja nicht hier wie Trabantwelt.de, wo sie jeden Scheiß nachbauen. Ich meine, es gibt auch genug Teile, die nachgebaut werden. Aber du kriegst halt auch nicht mehr alles für die Dinge. Nee. Deswegen, also, nehm's mir nicht übel, wenn ich das immer alles nicht weiß. Weil, woher? Ich komme aus dem tiefsten Westen, kann man sagen. Aus Friesland, da ganz oben in der Ecke. Nordwest, genau. Weiter weg kannst du bald gar nicht wohnen von der ehemaligen. Nee. Und von daher. Na, wenn du weiter weg wohnst, bist du entweder nass oder Holländer. Ja, richtig. So kann man es sagen. Also fahren wir jetzt wieder nach Hause zu Christian. Klar. So, weil es heute so heiß war, waren wir eigentlich fast die ganze Zeit in Christian seinem Pool. Und Eis essen. Deswegen ist heute jetzt Abend, die Sonne geht wieder unter. Und jetzt gibt es gleich lecker Schnitzel. Und dann müssen wir nur kurz warten auf die Frauen. Deswegen haben wir gesagt, komm, ja, weißt du was? Wir zeigen noch einmal kurz den Eiswagen und dann ist das Thema nämlich auch durch. Hier ist nämlich der Eiswagen. Ein Volkswagen LT ist eigentlich gar kein Eiswagen. Es ist ein, was ist das überhaupt?
Camper, ne? LT28. Die größte Rosslaube, die du je besessen hast. Aber man muss mal sagen, erstmal direkt 500 Kilometer oder was Tour gemacht, ne? Ohne Probleme, ne? 1000 Kilometer. Ah, guck mal. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Da hat so ein Thermometer. Innen drin 39 Grad, außen 34 immer noch. Droni Maroni ist hier. Ja, so sieht das Ding aus, ne? Sebastian, guckst du dir an. Standheizung drin. Ja. Wasseranlage, Klo, alles. Wasseranlage, Klo, kannst du hier umbauen zum Bett. Gasboiler. Gasboiler, richtig geil warm Wasser. Außendusche. Müsst ihr euch mal reinziehen hier. Toilette. Ja, alles was du brauchst. Schränke, hier nochmal die ganze Steuerung. Hier oben kannst du noch pennen, also sprich für 4 Personen. Hier Kühlschrank, alles drin. Hast du alles aber so gekauft, ne? Hast du eigentlich nichts dran gemacht, ne? Naja, ein bisschen was mal geputzt und so. Es war alles ein bisschen ranzig. Ja. Und aber die Elektrik ein bisschen nachgeguckt, Solarplatte wird drauf gebaut. Ah ja, genau, Solar hat das Ding jetzt auf. Mal Ölwechsel, Luftfilter. Also ganz ehrlich, das Ding finde ich schon cool, ne? Also ihr seht ja, ich kann hier mehr oder weniger drin stehen, bin 1,86 groß. Das ist schon gut, ne? Für so ein LT, ne? Wir sind ja noch nicht in... Wir fahren für 2,8 den Urlaub und wir haben den Urlaub halt gekauft. Richtig, genau. Also von daher und vorne... Und 5 eingetragene Sitzplätze. 5 eingetragene Sitzplätze, genau. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, ne? Ja, so sieht das aus. Der Vorbesitzer hat so ein bisschen Sticker-Fable gehabt. Ja, das kommt alles noch runter. Richtig. Hier Strom. Du hast doch hier sogar... Hast du hier nicht sogar irgendwas gezeigt von wegen außen? Hier Außensteckdose oder was? Dusche hier, steckst du an, zack. Wie geil ist das denn? Hast du hier Warmwasser, Dusche draußen? Ja. Hast du so ein, du kannst dir so ein Zelt noch machen, dann kannst hab du... Hab ich hier so Hochzelt, schmeißt du hin für 20 Euro. Ach, hast du sogar. Ja. Hier nochmal aus dieser Sicht, Perspektive gefilmt. Ja, LT28. Cooles Ding. Was ist denn da für ein Motor drin, Christian? 6 Zylinder ist das? Ja, die sind alle 6 Zylinder, glaube ich. Alter Schwede. Aber ÖPS 75 PS oder so. Aber sein Hubraum, ne? Ja, cool. Also ich würde sagen, wir haben jetzt alles gemacht. Wir haben Trabi gefahren, wir sind Barkas B1000 gefahren. Ja, was haben wir noch gemacht? LKW, nochmal kurz die Bude gezeigt. Also würde ich sagen, reicht das schon wieder. Die Sonne geht unter, wir gehen ja Schnitzel essen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man beim nächsten Mal ja auch mal bei ihm auf dem Kanal was. Ich verlinke seinen Channel trotzdem mal unten. Vielleicht kommt ja mal wieder was. Wenn es wieder ein bisschen kälter wird. Ja, genau, wenn es kälter wird. Bis dann. Tschüss.